Vor kurzem war ja die XO18 und da gab es noch ein weiteres Panel, wo wir noch weitere Informationen zu Shrouded Spoils und zu The Arena bekommen haben. Zu den nächsten zwei großen Updates für Sea of Thieves. Alles dazu erfahrt ihr in diesem Video. Starten wir mit allen neuen Informationen zu The Arena, dem neuen Spielmodus, der Anfang 2019 als PvP-orientierter Spielmodus implementiert werden soll. Da sollen nämlich die Sea Dogs als neue Trading Company hinzugefügt werden, mit DeMarco und Lassidy als Leiter. Die Sea Dogs sollen auch eigene kosmetische Items haben, so zum Beispiel das Schwert von DeMarco, was wir dann selber auch spielen können. Mittlerweile wissen wir auch ein bisschen mehr, wie der Spielmodus The Arena funktionieren wird. Die Spieler starten alle mit derselben Schatzkarte in Sichtweite, dass man die Gegner direkt sehen kann und sie vielleicht auch direkt attackieren kann. Es wird außerdem eine eigene Taverne der Sea Dogs geben, der als Hub funktionieren soll, wo sich die Spieler treffen können, trinken können und so weiter. Und dort wird man eben auch diese kosmetischen Items kaufen können. Das Ranking der Crews, also im Endeffekt die Platzierung, soll dadurch stattfinden, wie viel Gold man in einer bestimmten Zeit gesammelt hat. Das bedeutet für mich, dass dieser Spielmodus wahrscheinlich tatsächlich ein Zeitlimit hat und gesagt wird, ihr habt jetzt eine halbe Stunde, um so viele Schätze zu sammeln, wie es geht, oder um eure Gegner zu vernichten, soweit wie es geht, und dann Schätze zu sammeln und danach wird ein Kassensturz gemacht. Mit diesem Gold kann man dann nach dieser Zeit zurück zur Taverne fahren, vielleicht wird dann dort auch erst der Kassensturz gemacht und davon kann man sich dann eben die Sachen kaufen, wie zum Beispiel DeMarcos Schwert. Was haltet ihr eigentlich von seinem Schwert? Schreibt mir eure Meinung unbedingt mal unten in die Kommentare. The Arena soll außerdem eigene einzigartige Features erhalten, die es im Adventure Mode gar nicht gibt. Das soll aber auch andersrum funktionieren, dass der Adventure Mode also Features kriegt, den The Arena gar nicht hat. Was haltet ihr eigentlich alle so von The Arena? Schreibt mir eure Meinung mal unbedingt unten in die Kommentare und einfach auch, was ihr euch noch zusätzlich zu diesem Modus wünschen würdet. Außerdem wurde noch über Shrouded Spoils geredet, das große Update, was am Ende November kommen soll und viele kleine gewollte Features mit ins Spiel bringen soll. So haben wir zum Beispiel im Arena-Trailer ja schon das Skelett-Schießpulverfass gesehen, was einen enorm großen Explosionsradius hat. Da wissen wir jetzt, dass das schon mit Shrouded Spoils implementiert werden soll, einen dreimal größeren Schaden als ein normales Fass machen soll, somit auch die Galeone gefährdet, wenn es im Krähennest liegt, aber für diese Gefahr eben auch deutlich mehr Geld gibt, wenn man es verkauft. Außerdem soll es mit Shrouded Spoils endlich Belohnungen für das Besiegen des Kraken und des Megalodons geben. Da ist natürlich die Frage, ob das dann Cosmetics sind oder ob irgendwie einfach Schätze hochschwimmen. Ich fände Cosmetics sehr passend, dass man zum Beispiel das Krakensteuerrad erhalten kann, wenn man den Kraken besiegt. Als letzten Punkt wurde noch angekündigt, dass die Skelettschiffe jetzt auch frei über die Weltmeere schippern können und damit eine weitere Gefahr im Spiel sind, was ich eine sehr, sehr tolle Idee finde. Die Raids bleiben trotzdem im Spiel, aber man wird eben auch ab und zu am Horizont dann dieses Leuchten erkennen und vielleicht kommen sie dann auf einen zu. Was sagt ihr zu den ganzen neuen Features aus diesen zwei neuen großen Updates und auf was freut ihr euch aus diesen Updates am meisten? Schreibt mir das unten mal in die Kommentare und wir sehen uns auf den Weltmeeren, wenn der Wind wieder richtig steht. Ahoi!